Nachdem ich letztes Jahr mit dem 9-Euro-Ticket meine Deutschlandreise gemacht habe, habe ich mich dieses Jahr dazu entschlossen, endlich mal meinen Mikrocamper Langzeit zu testen und bin deshalb 6 Tage ins Allgäu gefahren. Dabei war ich in Füssen, habe mir Schloss Neuschwanstein angeschaut, war auf mehreren Seen mit meinem Subboard unterwegs, habe eine Gratwanderung von Gipfel zu Gipfel gemacht und war an meinem letzten Tag noch bei einem Almabtrieb. Das und noch mehr seht ihr in meinem Allgäu-Roadtrip 2023. Mittlerweile ist Tag 3, beziehungsweise sogar schon Tag 4, wenn man die Herfahrt mitzählt. Dabei bin ich ja abends erst angekommen, weil ich erst nachmittags losgefahren bin. Ich bin mittlerweile nicht mehr in Füssen, sondern ich bin mittlerweile in Kochel am See. Und wir fahren heute weiter zum Walchensee, denn ich möchte heute die Gratwanderung zwischen Herzogenstand und Heimgarten, glaube ich, heißt das, machen. Also ich muss sagen, das hat hier auf jeden Fall so richtiges Österreich-Feeling. Von da, wo ich am Traunsee, glaube ich, war, das war. Da quasi, wo ich als meine allererste Station nach Linz vorletztes Jahr, das ist schon 2 Jahre mittlerweile her. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Talstation vom Herzogenstand. Denn es wird auch eine Seilbahn hochgehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die Wanderung mache. Das müssten so 15 bis 20 Kilometer sein, also ich bin wahrscheinlich jetzt dann 4-5 Stunden unterwegs. Ich weiß ja genau, wie lange ich brauche, um den Berg dann hochzugehen. Begonnen hat meine Wanderung an der Talstation der Seilbahn, wo ich dann den Weg H2 hochgelaufen bin bis zum Herzogenstand. Das müssten so um die 900 Höhenmeter gewesen sein. Danach bin ich über die Gratwanderung H1 rübergelaufen zum Heingarten, wo ich dann den Weg H5 nach unten wieder zurück zum Parkplatz gelaufen. Begonnen hat meine Wanderung auf jeden Fall schon mal gut, denn ich bin erstmal falsch gelaufen. Okay, perfekt. Bin schon mal falsch gelaufen. Ich laufe hier gerade irgendwo mitten durch den Wald. Weil da unten geht der Wanderweg los. Der geht am Anfang vom Parkplatz los und nicht hinten bei der Seilbahn. Habe ein bisschen die Schilder falsch interpretiert, aber ich war nicht der Einzige. Jetzt muss ich mich halt mal kurz hier den Hang ein bisschen runter durchschlagen. Der Weg hier sieht auch auf jeden Fall ein bisschen mehr nach Wanderweg aus, zumindest nach einem ausgeschilderten, ausgebauten. Das soll, soweit ich weiß, die beliebteste Wanderung hier sein. Also denke ich mal nicht, dass es so ein Trampelpfad wird wie am Montag in Füssen, wo ich da spontan lang gelaufen bin. Das Gute heute ist auf jeden Fall, obwohl es eine extrem lange Route ist, ich habe wenig Gepäck. Ich habe vielleicht 5, 6 Kilo, schätze ich jetzt mal, in dem Rucksack drin. Ich habe nur so einen ganz kleinen Rucksack und das meiste davon ist eigentlich Trinken vom Gewicht. Alter, ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht mal einen ganzen Viertel. Bin schon außer Atem, aber ich bin jetzt genau unter der Seilbahn. Da hätte ich natürlich auch hochfahren können. Aber die View hier, saugeil. Dann habe ich 1500 Höhenmeter, so, auf die ich jetzt steige. Ich weiß nicht, wo ich genau unten im Tal bin, weil da ging es auch schon ein wenig bergauf. Aber sagen wir mal, lassen wir es mal 1000 Höhenmeter sein. Und ich bin jetzt schon außer Atem. Ich mache wieder den Fehler wie jedes Mal, dass ich einfach gleich lossprint. Ich muss viel langsamer und gemütlicher da hochlaufen. Sagen kann, ich bin jetzt seit gut einer Stunde unterwegs und ich habe schon, laut meiner App, die gerade aufzeichnet, wo ich lang laufe, müsste ich schon die Hälfte auf jeden Fall haben, was heißt, ich bin ziemlich gut dabei, aber ich glaube, der Anstrengung kommt jetzt auch erst noch hier den Hügel rauf, also wenn ich da die Wanderer sehe, geht es da ziemlich steil, auf jeden Fall noch Slalom rauf. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Stück nach da unten war, also da unten an dem See auf jeden Fall bin ich gestartet, wo die Häuser sind. Und da oben auf diesem kleinen Knupp, wo das Kreuz oben drauf ist, da will ich hin. Oder kurz drunter müsste diese Berghütte sein, wo ich auf jeden Fall Pause machen will. Da gibt es ja erst mal Mittagessen. Genau deshalb liebe ich einfach solche Wanderungen. Ohne Witz, das ist jetzt erstmal, wo ich so einen hohen Berg hochgehe. Aber ist doch so geil. Da kommst du einfach so einen richtig geilen, halbwegs natürlichen Weg an so einem geilen Wasserfall vorbei. Übertrieben geil. Ich musste auch noch so eine Schnur entlang. Also da ist auf jeden Fall wieder gut, dass ich heute meine gescheiten Wanderschuhe dran habe. Wobei, so wirklich klettern muss man hier jetzt auch nicht. Da hätte ich eigentlich eher mehr Angst, dass meine Schuhe danach komplett durchnässt sind. Aber so warm, wie es heute werden soll. Ich habe ja nochmal, glaube ich nicht, dass das so dramatisch wäre.
glaube, wir müssen noch hier so einen kleinen Anstieg hoch. Aber das da oben müsste die Hütte sein. Ich bin jetzt gut 1,75 Stunden unterwegs und es ist fast geschafft. Station 1, der Herzogenstand, war auf jeden Fall geschafft. Problem war nur, es gab noch nichts zu essen, weshalb ich dazu entschieden habe, dann doch jetzt erst die Gratwanderung zu machen oder danach zum Mittag zu essen. Mein Rücken war auf jeden Fall schon komplett durchgeschwitzt, aber für mich ging es gleich weiter hoch zum Gipfelkreuz. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass hier oben schon gleich viel mehr Leute waren, dass sehr viele auch mit der Seilbahn hochgefahren sind und dann nur hier oben dann das letzte Stück zum Kreuz gelaufen sind. Es ging auf jeden Fall einen sehr schön geschlängelten Weg durch lauter Büschen hoch bis zum Kreuz. Wobei ich sagen muss, es war null Schatten, die Sonne hat runtergebrettert wie Sau, es war sehr anstrengend auf jeden Fall. Und dann hatte ich es geschafft. Ich war, wenn ich mich nicht täusche, bei meinem ersten Gipfelkreuz, wo ich komplett selber hochgelaufen bin. So, ich bin jetzt wieder abseits von ein bisschen vom Massentourismus. Hier ist nicht mehr so viel los, denn ich bin jetzt bei der Wanderung, die ich eigentlich machen will, nämlich die Gratwanderung. Und hier geht es schon wieder gut los. Erstmal chill ich hier den Berg runter. Aber es sieht jetzt nicht wirklich schlimmer aus, wie das, was ich vorhin hochgelaufen bin. Der Weg dahin übelst schmal wird. Deswegen, ich probiere es jetzt einfach. Nur kann man sich halt umdrehen. Ich muss sagen, eine mit Abstand der geilsten Routen, die ich bis jetzt gelaufen bin. Ich habe es auf jeden Fall dann geschafft. Ich bin am Heimgarten angekommen, war oben beim Gipfelkreuz und jetzt ging es erstmal für mich in die Hütte zum Mittagessen. Und für mich gab es dann auf jeden Fall erstmal Kaiserschmarrn, bevor ich mich dann wieder an den Abstieg gemacht habe. Den Weg nach unten habe ich auf jeden Fall nicht großartig gefilmt, das erstens das gleiche war wie der Aufstieg und ich auch gesagt habe, ich möchte auch ein bisschen was einfach in Ruhe genießen von der Wanderung. Und ich muss sagen, mein schlussendliches Feedback war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich fand die Wanderung mega geil. Die komplette Strecke ist auf jeden Fall sehr anstrengend, wenn man die laufen will, vor allem wenn es sehr warm draußen ist. Aber an sich ist es eine Wanderung, die ich eigentlich für jeden empfehlen kann. Man kann ja auch mit der Seilbahn hochfahren und dann nur den Abstieg später machen. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand bei der Gratwanderung sehr krass, dass auch wirklich sämtliche Altersgruppen vertreten waren. Ich hatte zum Beispiel teilweise einen Vater mit seinen zwei Kindern vor mir, wo das kleinste Kind schätzungsweise 6, 7 war, was sie entlang gekauert hatte und alles. Was ich richtig krass fand, dass sie trotzdem durchgezogen haben. Dann hatte ich auch so ein älteres Ehepaar, die auf Kur da waren in Ohlstadt, habe ich kennengelernt. Die hat mir so erzählt, sie war vor 10 Jahren schon mal mit ihrem Mann da. Und damals fand sie die Wanderung noch viel leichter, wahrscheinlich weil sie damals auch noch jünger war und so. Es ist auf jeden Fall eine Wanderung, die ich für jeden empfehlen kann, die auch wirklich sehr schön ist. Und ja, nach dem Abstieg habe ich mich dann noch ein bisschen unten am Weichensee erholt, bevor ich mir dann meinen Schlafplatz für die Nacht gesucht habe.